Herzlich willkommen, liebe Astrologie-Fans und liebe Fans von Kochen mit den Sternen. Ihr seht schon, heute wieder Outdoor. Wir befinden uns hier in einem ganz besonderen Wald im französischen Département Finistère. Und diesem Wald wird nachgesagt, dass er einige Geheimnisse birgt, dass hier Feen und Trolle leben und dass so mancher Wanderer auch einmal verloren geht. Alles dazu könnt ihr auf bullireisen.eu nachlesen. Und wir kochen heute für den Krebs. Und darum bin ich hierher gefahren, an diesen Ort mit Geschichte. Denn Krebse, die interessieren sich für Geschichte. Und zwar sowohl für History als auch für ihre eigene Geschichte, für ihre Familiengeschichte, ihre Seelengeschichte. Und wenn wir für den Krebs kochen, machen wir ihm eine ganz besondere Freude, wenn wir etwas kochen, das dieser Mensch aus seiner Kindheit kennt. Mit Krebsen kann man auch bei Tisch über Vergangenheit reden. Das mögen ja viele andere Zeichen nicht so gerne. Und ich habe jetzt ein Gericht aus meiner Kindheit ausgesucht, das wir ausnahmsweise indoor kochen, weil wir dazu vorzugsweise ein Backrohr benötigen. Also kochen wir heute für unsere Krebse einen Semischmarrn aus dem Rohr. Für den Semischmarrn brauchen wir altes Brot. Das kann ein Baguette sein oder eben Semmeln. Eier, Zucker, Äpfel, Milch und auf Wunsch auch noch Zimt. Zuerst wird das Weißbrot geschnitten und mit Milch und Eiern zu einer Masse vermengt. Dann werden die Äpfel geschnitten und die Masse kommt in eine Auflaufform und wird dann mit den Äpfeln gespickt. Zucker und Zimt kann man nach Wunsch natürlich schon zur Masse geben. Und das Ganze kommt dann ins Rohr bei etwa 200 Grad 40 Minuten. Diese Speise lässt sich auch sehr gut aufwärmen. Das heißt, wenn man was übrig hat vom Vorabend und möchte zum Frühstück einen warmen Semischmarrn, dann kann man den bei 75 Grad ganz gut aufwärmen. Wenn wir einen Krebs zu Gast haben, dann darf es beim Essen durchaus ein bisschen kuschelig sein. Kuscheldecken, Kerzen, schöne Tischdekoration. Und wie ihr seht, ich bin jetzt wieder zurück aus dem Wald, habe einmal gut durchgeatmet. Wir haben jetzt zusammengepackt und werden in den Süden fahren, in die Sonne und von dort aus dann für den Löwen kochen. Vorher gibt es aber kommenden Donnerstag noch das SEO-ABC mit Sonja Schweighofer. Am Donnerstag die Woche drauf dann wie gewohnt die Good News Wochenschau aus dem Coworking Salzburg. Und wir sehen uns dann wieder in genau 2 Wochen am Sonntag um 20.15 Uhr auf dem Facebook-Kanal von Coworking Salzburg.